ist gleich soweit. Los! Nehmt meine Kameras und die Piepen! Leg sie weg hier! Du fahr schon. Was soll denn das werden? Siehst du doch. Ich fahr mit. Ist ja leichter wie Brötchen holen. Bankraub in Frankfurt. 2 Millionen Beute. Wirtschaft, ein Bier. Was ist denn mit Bezahler? Ein Korn. Das ist schon der 5. Na und? Heute ist der 30. Macht zusammen 35. 2 Millionen.
Hey, halt doch die Klappe. Wie geht's denn dem Gatten? Gute. Hallo, Freunde. Hallo. Auf mich. Das ist das erste vernünftige Wort zum Donnerstag. Du warst nicht gemeint. Du, was hast du denn? Was ich habe? Heute warte ich 2 Stunden. Gestern waren es 3 und vorgestern bist du überhaupt nicht gekommen. Warum warte ich eigentlich auf dich? Weißt du, was die hat? Corinna! Corinna, deine Tasche! Da gibt's nur eins. Schlucken. Schlucken und nochmal schlucken. 2 Millionen. Einfach so. Wie Brötchen holen. Die kommen nicht weit. Wer ist das denn? Hast du schon mal einen ausgegeben? Meine Herren. Was machst du denn noch hier? Habe ich dir doch schon erzählt. Die Freunde haben mich hängen lassen. Die kenne ich erst seit gestern. Sag mal, du brauchst doch einen Kompagnon. Ich hab da so ein paar Sachen, die können wir zusammen machen. Also willst du jetzt mit mir reden oder nicht? Sonst gehe ich. Nun? Ich hab was für euch. Ganz einfach. Ihr müsst bloße Päckchen transportieren. Bringt 2 Riesen. Dauert bloß 1/2 Stunde. Lass die Finger davon. Ist doch ganz leicht verdient. Wenn ich Zeit hätte, ich selber machen. Lass die Finger davon. Na, gibst du 2 aus? Und aufregen kann ich mich darüber wirklich. Entschuldigung, Fräulein. Entschuldigung. Ja, Fräulein. Hey! Fräulein! Los jetzt! Aber sofort! Sultan! Holt mir mein Wirtschaftler gefällt, dann sucht der Anne aus! Komm, wir gehen. Hier ist nichts los. Bist du Student? Franz, der hat 68 alle Fahnen vom Amerika-Haus und Konsulat runtergeholt. Weiß dann aber nichts geworden ist mit der Revolution. Seitdem kann er keine Studenten mehr riechen. Mann. Wenn ich mit dem anrede, mit dem da. Also was ist 2 Mittel? 2 Mittel, da musst du was faul sein. Ich sagte es doch, wenn ich Zeit hätte, dich selber mache. Und dass wir uns nicht missverstehen. Eine für euch und eine für mich. Einwandfrei? Also, wie hast du das gegen die heutige Jugend? Hier schon mal Moment. Nicht schon wieder. Wir haben uns doch gestern verabredet, oder hast du das vergessen? Kann ich dir helfen? Du liest? Oder ist das deine Frau?
Die war heute Nacht nicht da. Ganz schön munter am frühen Morgen. Mach dir nichts draus, die kommt schon wieder. Die liebt dich, das habe ich gesehen. Was geht dich denn das an? Na egal, wir haben ja noch was anderes zu tun. Erstens, wir müssen die Sache jetzt mal angehen. Ich hab gesagt, wenn überhaupt, dann machen wir die Sache nur mit Franz. Mit dem Verrückten? Du hast ja wohl eine Macke. Das ist meine Sache. Was ist mit deiner Frau? Warum? Was macht die? Arbeitet die? Ich meine so richtig. Die studiert noch. Und da ist sie mit dir zusammen? Seid ihr verheiratet? Nein, wieso? Es ist so familiär zwischen euch beiden. Und du, hast du auch studiert? Gelegentlich. Und jetzt? Das siehst du doch. So eine blöde Frage. Weißt du, wo Franz ist? Wo soll er denn sein? Zu Hause. Und wenn er nicht zu Hause ist? Der ist bestimmt zu Hause. Was wollt ihr denn von ihm? Ist nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass es dich weiter interessiert. Los, komm. Was der Suffkopf in der Kneipe über den Franz erzählt? Das mit den Fahnen? Ach was. Der erzählt bloß Geschichten, die er selbst gerne erlebt hätte. Die Geschichten werden immer spannender und stimmen immer weniger. Woher kennst du den eigentlich? Franz? Vom Bund. Wir waren immer zusammen im Bau. Und was macht er? Der verkauft Gürtel auf der Zeil. Manchmal bringt er auch Autos in die Türkei. Und dann hat er einen Tick. Nimmt kein Geld von seiner Frau. Warum fragst du mich eigentlich dauernd? Über dich hast du noch gar nichts erzählt. Das kommt noch. Sag mal, weißt du wirklich nicht, wie wir an den Typen mit den Fotoapparaten rankommen? Soll ich dir mal was verraten? Das mit dem Blaulicht, das waren gar keine Bullen. Das war ein Trick. Das waren Typen von uns. Kennst du den Trick mit den Zigaretten? Jetzt nur die Spitze abschlagen. Ich zeig's dir. Oh, das tut mir aber leid. Mensch, bist du eine Type. Steht nie ruhig, was? Immer in Bewegung. I'm looking good, baby. Goodbye. Oh weia, Robert De Niro. Voll auf der Nadel, aber erste Klasse. Tag. Sag mal, so ein Wald in der Wohnung, was soll denn das? Wieso, ist doch schön, ne? Außerdem ist bessere Luft. Wie geht's? Franz, du musst mir helfen. Was denn?
Die Sache mit Willi. Und was ist mit ihm? Kannst du doch mit ihm alleine machen. Ich habe dich gefragt. Ja, und wann? Jetzt gleich. Ja, brauchst du mich unbedingt? Ich meine, hast du ihn doch? Ja, dann sag schon. Du, ich habe keine Lust, für sowas in den Knast zu gehen. Das habe ich dir neulich schon gesagt. Dich brauchen? Nicht unbedingt. Na ja, also, tschüss. Eins wollen wir gleich mal klarstellen. Mit mir gibt's kein Wenn und Aber. Wir sind Partner, ist das klar? Wenn du meinst, die Sache läuft nicht, lassen wir es lieber gleich bleiben. Kindlerstraße 28, Hinterhof. Ein Mann mit gelbem Karawan, um genau 10.30 Uhr. Und sonst? Ich denke, ihr seid informiert. Ihr übergebt das Ganze kassiert und vergesst die Sache. Ist doch klar, mein Kollege wollte nur mal checken. Anfänger, was? Komm. Soll ich mal gucken? Mach sowas nicht. Überprüft werde. War abgemacht. Sag mal, ja? Wo ist dein Kollege? Kollege? Den kenne ich überhaupt nicht. Was? Ihr seid doch zusammen. Was heißt zusammen? Der hat mir heute Morgen einen Schein in die Hand gedrückt. Ich soll mit ihm kommen, warten und mein Maul halten. Hey! Wartet mal! Könnt ihr mich nicht mit in die Stadt nehmen?
kein Taxi! Mist, verdammter! Wo fährst du eigentlich hin? Ich suche den Wagen, der kann nicht weit sein. Und wenn der Typ uns angelogen hat? Wer? Wer schon? Der Typ ohne Nase. Wieso? Wieso? Das war doch nur ein Bluff. Die wollen uns auf den Arm nehmen. Der lädt ihn bestimmt gerade wieder ein. Habe ich nicht gesagt? Das darf doch nicht wahr sein. Hey, was wollt ihr denn? Seid ihr verrückt? Hau ab, du Penner! Mensch, haben wir die fertig gemacht. Und das Paket haben sie auch nicht. Was? Wer bist du denn? Bist du abgehauen? Du, ich hab dich was gefragt. Soll ich dir gerade auf die Nase binden? Willst du nicht mit mir reden? Bitte. Was ist denn? Aus wie Puderzucker. Schmeckt aber nicht so. Hey, was ist denn los? Du hast es da noch nicht begriffen. Das ist Heroin, du Säckel.
Jetzt verstehe ich auch, warum der Transport 2 Mille wert war. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Verkaufen tun wir das Zeug. Ach, das kann ich mir so richtig vorstellen. Jetzt möchte ich mal sehen, wie du das machst. Dealen? Ohne mich. Da können wir das Zeug ja gleich zu den Bullen bringen, du Pfeife. Ihr habt nie überhaupt eine Ahnung, was das Zeug wert ist? Die lassen sich das nicht so ohne weiteres wegnehmen. Die sind bestimmt schon hinterher. Ich muss mit Franz reden. Eine ausgesprochen erotische Situation. Ihr Typen könnt ihr mich ein Stück mitnehmen. Kann ich ein Bier, 2 Cognac und 2 Buletten haben? Ja, das können Sie haben. Verkaufen die Herren Pelze? Wieso? Sind sie kalt? Kennt ihr die Geschichte von dem Typen, der in seinem Auto sitzt und vor sich hindöst? Ja. Da kommt ein Bulle, klopft an die Scheibe und sagt, Ihr Blinker ist kaputt. Dann sagt er, ja, weiß ich. Sagt der Bulle, kommen Sie raus, gucken Sie sich das an. Dann sagt er, ja, weiß ich, habe ich schon gesehen. Da greift der Bulle in das Auto und sagt, kommen Sie raus, gucken Sie das an. Dann steigt er raus und haut dem voll eins auf die Glocke. Der Bulle fällt auf die Fresse und greift zu seinem Walkie-Talkie. Dann kommen sie wie die Ratten aus den Löchern, die Bullen, und hauen dem paff, paff, voll auf die Glocke, machen ihn fertig. Müssen mindestens 3 Kilo gewesen sein. Das nicht alles. Er hat irgendwo seinen Faden verloren. Führerschein hat er nicht mehr. Dann muss er mit der Bundesbahn fahren. Naja, und dann hat er vergessen, eine Karte zu kaufen. Er will zahlen, ne? Und dann kommt der Schaffner und guckt irgendwie blöd. Und da haut er dem auch eine rein. Puff! 1 Gramm, 200 Mark. So geht das immer weiter. Jede Uniform kriegt eine rein. Puff! Bundesbahnverbot. Trambahnverbot. Karstadt. Fahrstuhl. Uniform. Wir konnten nichts mehr machen. 600.000, hast du das auch rausgekriegt? Wir konnten nichts mehr machen. Musste zu Hause rumsitzen und gammeln. Selbst den Briefträger konnte er nicht mehr vertragen. Stark. Der Franz ist da drin, will aber nicht gestört werden. Ist aber wichtig. Hallo, Franz. Hast du sowas schon gesehen? Der schaut dich nie an und sieht dich immer. Von da oder von da. Er schaut dich an und lacht immer nur. Franz. Wirklich verrückt. Der ist bestimmt schon uralt und lacht immer noch. Möchte bloß wissen, ob der mich auslacht. Sag mal, wo hast du den kennengelernt? Hat dir das Charlie nicht erzählt? Das war in Mannheim. Er hat mich gesehen, ist dann erst so ein paar Mal um mich herumgelaufen, dann wieder weg. Nach einer halben Stunde kommt er zurück und fragt mich, ob ich mit ihm ins Kino gehe.
Ich denke, ich spinne, ich mache sowas nicht im Kino. Nein, sagt er, er will wirklich nur mit mir ins Kino gehen. Ich sag, das kostet mich 200 Mark. Da guckt er mich an, gibt mir 200 Mark, und dann sind wir ins Kino gegangen. Und sonst nichts? Sonst nichts. Er muss denken, sagt er. Denken? Hat noch niemanden geschadet. Und die Adresse ist wirklich sauber? Absolut sauber. Wir sind darauf angewiesen. Ist irgendwas? Was hast du eigentlich mit dem Franz? Der ist doch gar nicht richtig da. Stimmt, manchmal. Vor Jahren wollte er sich mal umbringen. Hat sich eine Frist gesetzt. 24 Stunden. Er ist dann erstmal so durch die Gegend gelaufen. Hat Sachen erlebt, von denen er vorher noch nichts wusste. Es lief alles. Und dann hat er sich nicht umgebracht. Es war der schönste Tag seines Lebens. Und seitdem hat er Probleme. Solche Probleme kenne ich gar nicht. Du bist ja auch noch jung. Du wartest auf das große Ding, das du drehen kannst. Genau. Aber eins ist sicher. So wie der werde ich nie. Ich schaff das schon. Du wirst sehen. Mhm. Das sagen doch alle. Aber ich weiß das. Deine Adressen. Und ich dachte, die Sache sei seriös. Davon kann man leben? Wie du siehst, Jalousien sind unheimlich im Kommen. Weißt du schon, dass Jalousien unheimlich im Kommen sind? Wäre das nichts für dich? Sehr witzig. Philipp, eine Runde für alle. Ich kann mir selbst dann ausgeben. Ja, da werde ich eingeladen. Die machen mich noch zum Trinker. Ihr habt ja keine Ahnung, wo ihr drinsteckt, aber die Leute wollen das Zeug wieder haben. Das ist eure Chance. Franz hat telefoniert. Meyers Übergabe um 4 Uhr. Kombiniert 50.000 Mark. 50.000? 50.000? Die wollen uns so verscheißern. Das Zeug ist über 500.000 wert. Oder die machen euch fertig. Und wo ist die Übergabe? Im Alabama-Gelände und die Bravo, Moselstraße. Was denn kombiniert? Anna übergibt die Ware und der anderen kassiert, aber woanders. Von welcher Sicherheit? Aber ich sag's euch noch einmal, ihr habt's nicht mit kleiner Kanove zu tun. Nehmt lieber der Franz mit. Bier, Korn. Bloß Sekt trinke ich nicht. Sekt trinke ich überhaupt nicht. Bier, Korn. Willi? Beste Kerl. Auch der ist okay. Jalousienvertreter. Völlig harmlos. Rainer heißt er. Wirklich immer so ein Reißen im Kiel. Ich hab meinen gekannt, hat seinen Hund in Champagner gebadet. Na, bist du noch jetzt zu Hause? Warum? Vielleicht. Seid ihr verheiratet? Nee, aber die lieben sich. Genau. Thank you.
unserem Buch. Sei friedlich. Lass mich los, ihr Schweine! Lass mich los! Lass mich dabei los! Ein kleiner Scherz. Das halte ich nicht aus. Ich halte das nicht mehr länger aus. Jetzt! Aus ist! Ich hab nichts mehr! Dann zahl mit Schecks! Na also, warum nicht gleich so? Schicksal. Aber das Herz, Ass, hab doch ich.
Ja. Sag mal, das ist ja Betrug. Betrug? Hat er gesagt, Betrug? Hat er gesagt. Hat er gesagt. Nein! Schluss! Halt den Scheiß auf! Nein! Halt den Scheiß auf! Stinkige Fisse! Lass dich in den Glühwein blicken, Jo! Scheiß auf! Schisser! Ich glaube, wir verdrücken uns lieber. Harter Zock, was? Zu lange auf dem nassen Lappen gesessen. Okay, du kannst abwickeln. Also dann bis zum nächsten Mal. Die haben uns reingelegt. Das sind nur 5.000. Was nur 5.000? Hast du keinen Grips im Kopf? Das sind 50 Mille. Und dabei bleiben wir. Verstanden? Wir sind seriös. Mhm. Ach was? Du fährst nach Straßburg und gehst in das Büro in der Straße links vom Dom. Und wenn sie dich was fragen, sagst du nix. Los. Oui, oui. Oui, oui. Ja, stimmt. Die ersten 3 Monate sind hart. Aber dann, du. Dann siehst du die Welt, du. Da kann dir keiner, da bist der King. Warst du auch da? Mann, Mann. Kannst du dir das leisten? Sag ja, ich werde noch zum Trinker. Du könntest dir wirklich mal was anderes einfallen lassen. Willi, was ist? Bist du sauer? Du bekommst doch deine Provision. Ist doch ganz einfach. Wenn ich Geld nehme, bin ich drin. Wenn ich keins nehme, bin ich nicht drin. Diesmal bin ich lieber nicht dabei. An deiner Stelle würde ich mal für eine Zeit lang unerdauern. Wieso? Das verstehe ich nicht. Hast du überhaupt eine Ahnung, mit wem ihr es hier zu tun habt? Ihre Frau Gemahlin sagt mir, dass Sie immer ein offenes Ohr für interessante Geschäfte haben. Ja, und? Ich habe ein interessantes Geschäft. Verstehen Sie was von Kunst? Bildbände habe ich selber schon verhökert. Genauer gesagt, vom Kunsthandel. Und weiter? Dürfen wir? Was ist? Da läuft was. Dann kann ich ja gehen. Du kannst doch warten. Vielleicht. Wir fahren 2 Tage weg danach. Das kenne ich. Und diesmal bestimmt. Das kenne ich auch. Sei doch nicht immer so sauer. Gib mir einen Kuss. Nur wenn du wartest. Wisst ihr, was das ist? Ein Millionenkapital. Ich habe die gesamte Versteigerungsszenerie der letzten Jahre verfolgt. Ich weiß, wer Bilder gekauft hat und was sie wert sind. Das hier sind meine privaten Recherchen über die Besitzer
Ihre Wohnungen, Alarmanlagen, Gewohnheiten und so weiter. Das hier ist ein Lebenswerk. Und weiter? Die Besitzer lieben ihre Bilder mehr als ihre Frauen. Darum haben sie sie meist höher versichert. Hier beginnt unser Geschäft. Wenn man ein Bild klaut, die Versicherung zahlt immer. Und wenn sie bezahlt hat, bietet man das Bild dem Besitzer an für die Hälfte der Summe. Dann kann er es doch nicht mehr hinhängen. Dann schaut er sich's im Keller an, das genügt ihm doch. Und wenn er nicht mitmacht? Dann bietet man es der Versicherung an. Die bezahlt auch lieber die Hälfte als das Ganze. Hier zum Beispiel in Bad Homburg. Kein spezielles Sicherungssystem außer einer Warnanlage. Das dürfte doch für euch eine Kleinigkeit sein. Wie wär's mit einem Versuch? Aber damit wir uns gleich verstehen, die Hälfte an mich ist meine Idee. Warum bist du denn so traurig? Warum? Ich bin eine Nutte, die Franz ist verrückt. Und den liebe ich auch noch. Mein Vater braucht neue Zähne. Meine Mutter will ein neues Waschbecken. Und ich will nach Amerika. Und ich habe nie genug Kohle. Verstehst du das? Mach das Licht aus, bitte. Karte? Was hast du heute Nacht gemacht? Wo du warst, will ich wissen. Habe ich dich gefragt, wo du warst? Was ist? Na, dein Freund dich sitzen lassen. Ich möchte nicht wissen, wo du wieder drin hängst. Es würde mich nicht wundern, wenn du mal so einen auf die Schnauze kriegst, dass du nicht wieder aufstehst. Verstehst du mich? Du übernimmst dich. Das ist alles eine Nummer zu groß für dich. Und das Beste ist, du weißt es selber ganz genau. Aber mir dann Geschichten erzählen von dem Mann, der um die halbe Welt rast und nicht weiß, was er sucht. Sag doch was. Nimm die Brille ab. Nimm die Brille ab. Hören Sie auf jetzt! Ist nicht besonders komfortabel, was? Wie geht's dir? Kann ich klagen. Immer besser, die Geschäfte laufen. Und du? Was ist mit Elvira? Was soll sein? Sie ist traurig. Für Sie. Charlie.
Ich muss hier raus. Und zwar ganz schnell. Ich habe gehört, die Tabletten, die man hier bekommt, die machen einen ganz dumm im Kopf. Stimmt das? Schau mal den an. Der denkt, ich bin verrückt, weißt du? Hat sogar Mitleid mit mir und meint, ich weiß nicht, was ich tue. Wenn er abends nach Hause kommt, serviert ihm seine Alte ein Schnitzel mit Spinat. Und dann trinkt er ein Bier. Oder die beiden da drüben. Was denkst du, wer krank ist von den beiden? Hör mal, Charlie. Ich muss hier raus. Du... Nimm einen Schluck. Das wird dir gut tun. Ey, was ist denn das? Sechs! Lass mich doch los! Hermann! Lass mich doch zufrieden, ihr Penner! Jetzt, ihr sollt mich zufrieden lassen! Ich mag das Mädchen. Und außerdem geht dich das nichts an. Franz sitzt in der Klapsmühle. Na und, was geht mich das an? Franz ist dein Freund und nicht meiner. Der Franz ist viel zu gut für dich. Jetzt aber Schluss. Raus. Machst du jetzt die Partie mit ihr? Ihr Scheißtypen. Immer das Gleiche. Jetzt hört doch endlich auf. Jetzt hört doch auf, Mensch. Nochmal. Ich hab die Lage voll von euch raus. Scheiße. Die Sache mit Bad Homburg? Ich mach nicht mehr mit. Was? Ich mach nicht mehr mit. Das geht nicht. Ich hab's mir genau überlegt. Die Geschichte mit deiner Frau. Du bist überhaupt nicht bei der Sache. Und dann die ganzen Irren, die da in dem Laden rumspringen. Was habe ich mit denen zu tun? Da gehe ich doch nur am Bach runter. Und ich dachte, mit dir könnte ich alles Mögliche. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das geht wirklich nicht. Was mit dir? Den großen Macker markieren. Aber wie lange noch? Was bringst du denn schon allein?
Nichts, gar nichts. Keine Erfahrung, keine Taktik. Und was ist das? Fisch. Stumm und glotzt dich an. Genau wie du. Du hast doch gar keine andere Wahl. Machen wir jetzt den Kunst oder nicht? Du bist vielleicht ein Type. Und wenn das alles nicht stimmt? Wenn das alles nicht stimmt, sind wir dran. Fassen wir gleich mit an. Was denn hier los? Der Schreibtisch muss raus. Hä? Ist ein bisschen klein. Die Wand hier, die wird braun gestrichen. Dunkelbraun. Überhaupt wird sich hier einiges ändern. Die Bank muss raus. Wir verkaufen ja keine Bauernmöbel. Ist überhaupt ein bisschen eng alles. Aber wir werden ja bald umziehen. Lass mal sehen. Na, lass mal sehen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie bitte? Mach, dass du hier rauskommst! Wir machen die Drecksarbeit! Du bist meine Frau! Du bist meine Wohnung! Was willst du noch? Hau ab hier! Mach einen Satz! Lass mich nicht mehr blicken! Du Senfschnepfe! Raus, du Sauvogel! Hau ab, Mensch! Du Seibelfreier! Meine Kartei. Das wirst du mir büßen. Das werdet ihr mir büßen! Und jetzt? Jetzt machen wir alles allein. Und wenn er uns verpfeift? Der? Dann ist er doch selbst dran. Das habe ich dir schon mal erklärt. Wenn du Schwierigkeiten hast, musst du untertauchen. Und dazu brauchst du Geld und Beziehungen. Kunst drauf, 1,2 Millionen. Ist übertrieben. Ja, Kunst ist halt das Wertvollste. Mensch, du hast vielleicht Probleme. Wir haben keine Zeit. Wir müssen was unternehmen.
Ein Bier. Mein lieber Mann, da sitzt er ganz schön dick in der Scheiße. Mit denen habt ihr euch auch gelegt. Hast du Schiss? Geh uns nicht auf die Nerven. Franz muss her. Der Franz sitzt fest. Kannst du uns nicht helfen? Ich weiß von nix. Ich bin hier der Wirt und das will ich auch bleiben. Jetzt machen wir alles alleine, was? Los, komm. Wohin denn? Wir werden verhandeln. Schließlich haben wir was in der Hand. Nein. Was heißt nein? Nein heißt nein. Hast du es noch nicht begriffen, Mensch? Das ist eine Nummer zu groß für uns. Was sollen wir mit dem Bild? Ohne Adressen, ohne Kontakte. Und außerdem haben wir Typen am Hals, die sind nicht von gestern. Und da kommst du, Idiot, her und schmeißt den einzigen Typen, der uns weiterhelfen kann, aus der Wohnung raus. Nur weil er deiner Frau in die Punz gefasst hat. Für mich ist Schluss. Endgültig. Ich höre wohl nicht richtig. Du willst aufhören? Der Typ, der immer sagt, Sachen, die man angefangen hat, soll man auch zu Ende bringen? Einfach das Handtuch werfen, was mal Schwierigkeiten gibt? Das darf doch nicht wahr sein. Schwierigkeiten? Ich könnte schreien. Die machen uns alle, Mensch. Verstehst du? Das können sie doch gar nicht, wenn wir das Bild haben. Und die Kartei verkaufen wir ihnen. Die werden uns verscheißen. Ein paar Adressen habe ich auch noch. Dass ich nicht lache. Adressen. Also, was ist jetzt? Wenn du nicht willst, brauchst du nur zu sagen. Dann mache ich es immer allein. Du bist doch vollkommen bekloppt. Wir müssen als erstes den Vertreter finden. Das ist unsere einzige Chance. Dann können wir noch andere Sachen probieren. Was weiß ich auch noch nicht genau. Dass ich da immer noch mitmache, ich glaube, so langsam bin ich auch bekloppt. Von dir will ich doch gar nichts. Ich will doch nur wissen, ob du den Typen kennst. Welchen Typen? Welchen Typen? Den Vertreter. Rainer heißt er. Ach, den? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hallo? Ich habe ein Angebot für Sie. Ihnen fehlt doch ein Bild. Ich kann es beschaffen. Wir müssen uns nur über den Preis einigen. Ja? Natürlich kann ich das. Ja, das geht. Was? Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ich wäre halt schon der Siebte, dem das saublöde Bild verkaufen will. Am Arsch soll ich ihn lecken.
machen die Geschäfte. Groß in die Kunstszene eingestiegen. Dabei könnt ihr garantiert kein Cézanne von einem... Naja, ist ja auch egal, von was unterscheiden. Macht nur weiter so. Aber lasst euch nicht kleinkriegen hier. Ihr seid ja noch jung. Jetzt hör doch mal zu. Was? Was soll ich? Was soll ich? Wir müssen über die Sache noch mal reden. Dem Charlie sind die Nerven durchgegangen. Das war doch nicht so gemeint. Am besten, wir vergessen das Ganze und lassen das beim Alten. Okay? Das interessiert mich nicht. Wie bitte? Interessiert mich nicht. Ihr könnt zwar gut rausschmeißen, aber wann ich aufzuhören habe, das weiß ich ganz genau. Ihr habt da Leuten ins Handwerk gepfuscht, die schätzen das gar nicht. Und die Kartei? Die interessiert dich auch nicht? Kartei? Die kannst du hier sonst wo hinstellen. Hauptsache, sie passt rein. Ich mache jetzt ganz andere, lukrative Geschäfte. Kennst du dich aus mit Pferden? Vollblüte. Da gibt es hochinteressante Kombinationen. Hochinteressant. Einen Tipp kann ich dir geben. Geh mal vorbei bei Talbi. T-A-L-B-Y. Eine starke Firma. Die werden euch so vorkommend behandeln. Wo ist Elvira? Es ist gut, dass sie dich rausgelassen haben. Sie haben mich nicht rausgelassen. Wo ist sie? Das weiß ich nicht. Wo ist Charlie? Die habe irgendwas mit Talbi. Talbi? Ja, die wollte erst dich mitnehmen, aber die wusste ja nicht, dass du wieder raus bist. Ja. Sie wollen uns also eine kleine Freude machen. Erst müssen wir verhandeln. Und worüber wollen Sie verhandeln? Wir haben doch die Ware noch. Hatten. Wie bitte? Hatten. Wir haben das Bild sichergestellt. In der eigenen Wohnung. War nicht sehr originell. Soll das heißen, dass wir ohne Piepen abziehen sollen? Der Fall ist erledigt. Das ist aber nicht seriös, was Sie hier machen. Ach, da wäre noch was. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie von uns einen Kredit über 50.000 Mark genommen. Die Rückzahlung ist ja nun schon nachgerade überfällig. Ja, da staunen Sie. Wir sind ein vielseitiges Unternehmen. Kredit? 50.000? Das waren noch nur 5 Mille. Und außerdem, das war Geschäft, mein Herr. Ich glaube, jetzt wird's ernst.
Geh rein. Du spinnst wohl. Jetzt haben wir sie abgehängt, was? Bist du wahnsinnig? Sein muss. Halt dich fest. Meine. Oh Mann!
Alles in Butter? Hat alles geklappt? Oh Mann. Komm mal kaputt, das ist das Zehnte. Mann, ist das heute wieder ein schöner Tag. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin mal wieder in Form. Das glaubt ihr gar nicht. Los gegen 4 oder 5, da häng ich durch. Aber morgen ist der wieder so ein schöner Tag. Was ist denn los, ihr alten Säufer? Ihr Hungerleider, ihr alten Böcke. Weißt du, was ich glaube? Die haben alle einen Stich. Kannst du dir vorstellen, was er mir gestern Nacht erzählt hat? Ohne Organisation geht's nicht. Wollt schon mit euch sprechen. Ihr seid doch ganz groß im Geschäft. Kann ich bei euch nicht einsteigen? Ich mach alles, was ihr wollt. Ich muss nämlich noch was lernen. Mann, ist das heute wieder ein schöner Tag! Und ich könnte euch garantiert verlassen. Ehrlich. Was ist? Brauchst du bloß zu sagen. Ha 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 ha!